Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloudcatcher Chronicles. So, wir sind hier in einem neuen Dorf und wir haben die Kochgilde soeben gefunden. Ja, geheime Zutat. War nicht das jetzt gerade das mit der Kochgilde? Wasser und Öl, ja, das war schon das. Dürfte ich das selber herstellen? Wasser haben wir eh. Aber Öl. Öl werden wir, glaube ich, kaufen. Auf jeden Fall müssen wir auch mit den Dorfbewohnern sprechen. Dein Rucksack ist voll. Was hat denn das mit Rucksack zu tun? Hä? WTF? Was? Dann bauen wir halt wieder was. Das ist lästig. Echt, muss ich ein bisschen sagen. Ich brauche einen größeren Rucksack. Den gleichen Reisekoffer. Vielleicht sogar einen Butler, der mit dem Koffer dann trägt. Weil für mich ist das zu schwer. So, hallo. Na, wer bist denn du? Imolkin. Imolkin hat vorhin nach Lauren gesucht. Pax hat mir gesagt, er könnte Laurens Backofen auf der anderen Seite der Stadt noch riechen. Er ist so ein Schleckermaul. Sind das dann schon die Hinweise? Wahrscheinlich, ne? Wo war denn jetzt der Händler? Der war da oben irgendwo, glaube ich, ne? Da oben. Hier drüben. Warst das nicht du? Ja. Der hat ja, glaube ich, Öl gehabt, ne? Hallo. Ich hätte bitte gern Öl. Da. Ja, können wir euch gleich die 8 nehmen. Wir haben eh so viel Graffel. Können wir euch gleich mehr kaufen, oder? Was hättest du noch Gescheites für uns? Nee. Nee. Na. Ich würde sagen, das kaufen wir dann, wenn wir es wirklich brauchen. Das in Stein zu bezahlen, rein in Stein bezahlen, ist Blödsinn. Da würde ich sagen, mach mal hier 10. So, dann brauchen wir noch 50. Dann würde ich sagen, hier die ganzen 50 Steine und dann müsste es schon mal passen. So. Dann haben wir normalerweise auch wieder Platz. So. Hallo. Oh. Bitteschön. Morito Pom. Sehr gut. Du hast alles. Okay, bring diese Butterbeerenblume zur Flussmühle und mach Mehl. Du weißt schon, dass die weit weg ist, oder? Und was ist mit dir? Hallo. Ja. Ja. Ich habe Amiible vorhin bei Laurens Haus mit ihrem Squamble spielen sehen. Hm. Hast du Imolkins tollen Kittel gesehen? Ganz neu und so hübsch rot. Ah, ja? Nein? Habe ich noch Sämlinge? Nein. Was ist denn das da hinten für ein Funkelglitzerdings? Sind Quallen, oder? Das ist schön. Was ist das? Eine Riesenqualle. Kann ich hier vielleicht die Düsternis entfernen? Schauen wir mal, wie viel braucht man? Nur 8. Wir haben 14. Das machen wir gleich. Da-da-da-da-da. Yay! Ja, super. Dann können wir da auch schon hin. 3 Düsternis sind hier noch übrig. Okay. Aha, da hätten wir auch eine Quest. Unten Blümchenschweinchen. Hallo. Die sind so süß, die Blümchenschweinchen. So niedlich. Ja, du bist süß.
Wen haben wir? Oi, die kennen wir doch. Seemähen in Chip. Ja, Grüße. Ja, ich, es ist unglaublich. Ich kann nichts machen. Ich bin immer voll wie ein Christbaum. Ja, Grunz, Grunz, Grunz. Da hat er recht. Geht jetzt was? Hallo. Ob man das wohl essen kann? Jojo Cousin Hairo würde es bestimmt wissen. Ah, hallo. Freut mich, dass du gesund und munter bist. Mir geht es auch gut. Ich habe mich bis zu dem Dorf da drüben durchgeschlagen. Und stellt sich heraus, da leben lauter Köche. Mann, ist das Essen dort gut. Ich sammle Zutaten für einen neuen Eintopf, an dem ich tüftle. Nun, sag Captain Pullin bitte, dass es mir gut geht. Er kann gerne mal vorbeikommen und meinen Eintopf probieren. Grunzi, Grunz, Grunz. Hoffentlich besteht der Eintopf nicht aus diesen süßen Dingern hier. Aber ich fürchte, ich werde hier auch mal müssen eine Falle aufstellen, ne? Das wird mir gar nicht passen. Da. Nee. Blumenschweinchen interessiert an einem Pilz. Ach so. Ich wollte die Falle an einem Pilz. Okay. So wollte ich eigentlich machen. Das ist echt... Obwohl, ich habe einen Sämling mit dabei. Boah, ich dachte gerade... Doof, dass ich keinen mit habe. Dabei habe ich hier einen dabei. So, jetzt mal warten. Bis die Kleinen da in meine Falle gehen. Inzwischen können wir vielleicht ein bisschen fischen, glaube ich mal. Ha? Das mal üben für den Angelwettbewerb, den ich auch machen wollte. So, muss ich wieder mal üben, wie das geht. Ne? La, la, la. Komm. Ja, beißen. Ja, komm. Wer ist ein braves Fischi? Jawohl. Und da müssen wir ihn halt zu uns ziehen, damit der Pfeil schön grün bleibt. Da muss man immer mit dem... muss immer in diese Richtung da drücken und dann irgendwann gehört er theoretisch uns. Jawohl. Was haben wir gefischt? Nagelfisch. Super. Neuer Rekord sogar. 4 Sternchen. Und es wird Tag. Noch hat die Falle nicht zugeschnappt. Dauert scheinbar noch ein bisschen. Würde ich sagen, wie einmal noch ein wenig. La la la. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, 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 Fischi. Ja, Grunzi, Grunz, Grunz. Nehmen wir halt den Kleinen, wenn sonst keiner möchte. Obwohl, da ist ein Großer. Komm, komm. Ja, komm. Wo ist das Fischi? Jawohl, haben wir schon. Ja, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Das ist tatsächlich Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Der zieht so fest dran. Jawohl. Ui, der ist schwach. Also klein. Da ist die Falle noch ganz. Da ist sie auch noch ganz. Was? Die grunzen so, dass ich immer glaube, die sterben gleich. Hier ist besser zu fischen, hier kann man den Pfeil besser beobachten. La 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 da 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 haben wir einen großen Fisch, da wäre ein riesen, noch ein größerer Fisch wäre cool. Der ist zumindest breit, schauen wir mal, ob das eine andere Sorte wäre. Ja, gefischt haben wir schon mal. Also erwischt. So. Boah. Boah. Alter, alter, alter. Boah. Ja, ja. Grunzi, Grunz, Grunz. Jawohl. Es ist ein Silberrückenfisch. Jawohl, neuer Rekord. 5 Sterne. Super. Ich mache das hier jetzt mal ein bisschen leiser. So. Ich glaube, jetzt ist es angenehmer. Da fliegen einem fast die Ohren weg. Hey, da ist die Falle zugegangen. Was haben wir denn da Schönes? Fleisch. Oi. Aber das Schweinchen hat überlebt. Was denn? War da eine Katze? Katze. Die habe ich komplett übersehen. Sommerblau. Ja, Schnurli.
die Falle muss ich noch warten, bis die zuschnappt. Da kann man noch ein Fischi vielleicht fangen. Hui! Fischi, Fischi, wo ist Fischi? Fischi, Fischi, wo ist Fischi? Jawohl, ein kleines Fischi zwar, aber ist ja wurscht. Plansch, plansch, plansch. Und zack. Ein Tippfisch. Die Falle ist noch nicht fertig. Hui! La 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 la. Da haben wir ein großes Fischi. Komm her. Jawohl. So, der hat's in sich, mein Lieber. Komm zu Mama. Komm zu Mama. Geht schon. Hau ruck. Hau ruck. Komm zu Mama. Ai, 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 ai. Jawohl. Nagelfisch. Neuer Rekord. 5 Sterne. Sehr gut. Was ist mit der Falle los? Vielleicht muss ich weiter wegstehen. Vielleicht muss ich hier oben stehen bleiben mal. Vielleicht schnappt sie dann besser zu. Zack. Planschi, plansch, plansch. So. Oh. Alter, Alter, Alter. Und da. Jawohl, jetzt haben wir. Nochmal Nagelfisch mit 5 Sternen. Cool. Ist jetzt die Falle? Ach, gekommen. Ich nehme sie gleich wieder mit. Aber wir können zur Belohnung. Wir können ja zur Belohnung dem Schweinchen tatsächlich einen Pilz geben. Brav. Hat das jetzt genommen? Ah, jetzt. Ah, die Falle ist zu. Wir haben einen Pelz gleich bekommen oder Leder. So, du kriegst auch einen. So, brav, seid ihr zwei. So, und jetzt hauen wir ab. La la la. Ah, die Quallen da sind schön. Ich traue mich nicht dran zu schwimmen, weil ich Angst habe, dass ich da einen Stromschlag kriege. Ah, die sind schön. Und schwimmen kann ich eh nicht. Stimmt, das saufe ich eh gleich ab. Da war ja was. So. Gut, dann würde ich sagen, wir müssen Mehl jetzt, ne? Das heißt, wir haben dann eine ganz schöne Strecke zu laufen. So. Dann müssen wir nämlich zur Stadt. Ui, was haben wir denn da? Eine Düsternis. Mal schauen, ob wir die auch schon bekämpfen können. Oh ja, 4 brauchen wir nur. 14 haben wir, perfekt. Hokus pokus, fidibus, verschwindibus. Ja, supi. Haben wir einen hervorragenden Durchgang. Sehr, sehr gut. Ah, da hindert man noch eine Düsternis. Schauen wir doch gleich, oder? Gehst du auch schon? Tatsächlich. Perfekt, dann machen wir sie weg. Hokus pokus fidibus verschwindibus. Super. Eine Unterwasserhöhle mit einer Truhe. Was haben wir da jetzt bekommen? Ich habe es nicht gesehen. Egal. So, eine Düsternis wäre noch übrig. Ich denke mal, das wäre die da oben. Dann schauen wir mal, ob wir dorthin kommen. Es gibt 2, da ist auch noch eine, ne? Die da. Vielleicht können wir die auch schon bekämpfen. Das wäre super. Mal schauen, ob es geht. Tatsächlich. Na dann. Hokus pokus fidibus. Verschwindibus. Jawohl. Klappt ja ganz gut. Dann probieren wir es hier auch gleich, ne? Haben wir ein Sämling dabei? Nein, habe ich natürlich nicht. So. Das ist gut, dass wir so viele Geister haben. Tada!
echt cool. Super, Crestfall-Küste ist fertig. Ist befreit vom... vom Dings. Von der Düsternis. So, jetzt hab ich's. Ich muss schon wieder was bauen. Wir haben schon wieder so viel Zeug. Was ist das? Gekochtes Fleisch. Mach ich auch mal. So. Jetzt müsste es wieder gehen, oder? Sehr, sehr gut. Das ist ein gutes Gefühl. Was haben wir hier? Ah, cool. Sämlinge. Das ist nett. Das ist wirklich nett. Nice. Da vorne hätten wir auch noch eins. Das setzen wir auch gleich an. So. Und vielleicht haben wir Glück. Und wir kriegen hier auch noch ein paar Sämlinge. Ja, eins. Das ist schon gut. Besser eins als keins. So, fein. Mehl müssen wir machen, ne? Ich bin da schon richtig flussmüde, tatsächlich. Hallo. Du, ich hätte bitte gerne Mehl. Ah. Willkommen in der Flussmühle. Aus 5-mal Blumen können wir einmal Mehl machen. Da geht sich 6 Mehl aus. Warte, ich muss das genauer machen. Dass wir nichts verschwenden. 30. Ich würde sagen, das nehmen wir mal an. Ja, bitte. Du hast nicht genug Platz im Rucksack. Das ist eine Katastrophe mit diesem Rucksack. So. Ja. Ich würde sagen, 2 von denen können wir da machen. Ja. 5 machen wir mal wieder. Dann... 2 davon. Dann würde ich sagen, der Rucksack ist voll. Es ist fürchterlich. Ich muss da echt mal schauen, dass ich da Sachen an, also wegbringe. So, dann bauen wir hier noch. Dachte ich gerade, irgendwie hat sich das vertauscht. Jetzt habe ich fast das Falsche gemacht. So. Geht's jetzt, ja? Oh? Oh, willkommen. Mehl und so. Ja, jetzt hat's hingehauen. Supi. Da will ich aber gleich, da bin ich gewillt, oh. Ja, gleich noch mehr zu machen. Da hätten wir noch 50. Ich würde sagen, machen wir nochmal 30. Dann haben wir nochmal 6. Dann passt das, glaube ich, schon. So, fein. Hervorragend. Und bei dir? Mehl. Aha, bei dem kannst du gleich fertiges Mehl kaufen. Ja, viel wäre mal nicht los, aber ich würde sagen, 8 Steine. So. Passt. Dann gehen wir wieder zurück, ne? Da haben wir wieder so ein liebes Schweinchen. Ich bin es jetzt ausgewichen, weil ich es nicht wecken möchte. Und ich hoffe, dass wir hier noch Sämlinge kriegen. Jawohl. Sehr, sehr gut. Da hätten wir da einen Fuchsi. Da vorne wären Gräser. Das ist super. Vielleicht haben wir Glück, wir kriegen noch mal einen Sämling. Ja, sehr gut. Super. Sehr, sehr gut. So, jetzt da stürzen wir uns in den Tod. Jawohl. Na, so schlimm ist auch nicht. So, hallo, du hättest gerne Mehl, glaube ich, ne? Ah, Mann. Dieser Rucksack, ne? So. Ja, nett, oder?
Geht's jetzt? Ja. Exzellent. Ausgezeichnet. Benutze jetzt ein Kochset und mische das Mehl mit den gesammelten Zutaten, um ein Laib Brot zu machen. Okay. Unser erster Arbeitsauftrag als Köchin. Das heißt, wir brauchen da jetzt das Kochset und wir machen da Brot. Mahlzeit. So, schau mal. Maravilhoso. Oh so. Fabelhaft. Ich kann das nicht so. Fabelhaft. Dein Brot schmeckt muy topom. Sehr gut. Willkommen in der Kochgilde. Bitte nimm diese Rezepte. Frohes Kochen, Reisender. Die geheime Zutat. Abgeschlossen. Sehr gut. Tada! So, jetzt kann man gucken. Cookie. Wir können jetzt cooking. So, Öl können wir jetzt herstellen. Bärenkuchen, Teig wäre gut herstellen. Das brauchen wir da Öl wahrscheinlich. Eier brauchen wir da. Eier, wir brauchen Eier. Die können wir kaufen. Gewürze brauchen wir, Butter und Wasser. Gewürze dürfen wir sogar selber herstellen. Okay, mit dem Kochset. Haben wir jetzt wieder diese Aufgabe? Ja, fürs Kochen herstellen, ja. Wieder ein Tausender. Okay, das können wir gleich mal probieren, ob uns das auch gelingt. Pommes Fritz. Lecker. Was kriege ich Hunger? Wie gemein. Gewürze. Gewürze gehen nicht, weil uns fehlen Goldminze. Aha. Ich glaube, wir können einkaufen gehen. Hallo. Wo ist denn der jetzt? Hier drin ist jemand. Ach so, das wird der... Aha, okay, das wird der Typ mit den Sachen. Ui, die Haare. Langer Scheitel, das wird mir gefallen. Ich habe, glaube ich, habe ich... 11 habe ich. Ich kaufe das jetzt mal. Ja. So. Eine neue Frisur. Gibt es da noch einen neuen Part für uns? Der wäre schön. Koteletten. Der Bart wäre aber auch schön. Was haben wir hier? Bäckerschürze. Oh, die ist hübsch. Was haben wir da? Sternrucksack. Okay. Bäckerhaube. Den Topfschnitt, ja. Haarknoten. Der Haarknoten wäre aber auch schön. Ha, ich bin hin und her gerissen. Aber ich glaube, wir machen uns jetzt mal eine neue Frisur. Ha? Ich würde sagen, probieren wir mal. Du hast nicht genug Platz in deinem Rucksack. Was? Ich will das doch nur anziehen. Wenn ich sage, gewisse Dinge verstehe ich nicht so ganz, kann man mir das dann nachvollziehen. So, hallo. Dann probieren wir halt unser Glück bei dir. Ich kaufe jetzt einfach mal alles ein, was ich mir da so denke. Ui, der hat sogar Pizza gemacht, wenn du denkst, ne? Die Gewürze nehme ich noch mit. Gekochtes Fleisch. Was hat er hier? Rote Beerensamen. Okay. Na, rote Beeren haben wir eigentlich eh angepflanzt. Das braucht man nicht wirklich. So, Rucksack. Vielleicht bringe ich jetzt ein paar Sachen an, ne? Ich würde sagen, dann nehmen wir mal alles. Dass wir mal ein bisschen Platz kriegen. Und da muss ich auch schauen, dass wir jetzt endlich mal unseren Auftrag hier erfüllen. Den da, ne? Auch hier werde ich 50 gleich nehmen. Haben wir, wie viel Futter haben wir denn dann noch? Noch so viel. Kann ich nochmal nehmen. Und eigentlich gleich nochmal. So. Was haben wir hier? Kartoffelsamen. Okay. Der Part ist auch bald wieder zu Ende. Es ist schrecklich. So. Puh. Die könnte
ich eigentlich auch verkaufen. Holz hätten wir auch recht viel. Könnte ich auch ein 50er Stack verkaufen. Geht sich aus? Ja, geht sich aus. Dann brauche ich jetzt noch ein bisschen was. Ein bisschen was. Da würde ich sagen, die Steine würden sich wieder anbieten. 10 Stück. Und 3 Stück noch von irgendwas. Würde sagen, nehmen wir halt wieder einen Stein von mir raus, ne? 3 Stück. Jo. Handel. Ja, bitte. Sehr gut. So, haben wir jetzt Platz. Darf ich jetzt das anziehen, bitte? Ja, geht ja. Perfekt, jetzt schauen wir aus wie Jesus. Mit Schleife. Perfekt. Wunderschön. Ja. Wunderschön. Was haben wir hier? Ach so, ja, die Gildenabzeichen, ne? 4 Gilden sind wir schon Mitglieder, das ist super. Ah, Meisterabzeichen, okay. Schneider haben wir 2 schon, wegen Meisterabzeichen und so weiter. Okay. Aber Rucksack ist Rucksack, ne? Da ändert sich auch nur das Design, glaube ich, ne? Okay, was haben wir hier? Die alte Königs... die Mütze aus dem alten Königreich. Was ist das jetzt gewesen? Blaues Feuer. Ah, Feuerwerk, genau. Ja. Passt. Jetzt können wir noch vielleicht ein bisschen was kochen. Fällt mir gerade wieder ein. Kochset, Gewürze. Würde ich sagen, sofort. So. Öl brauchen wir noch, okay. Da fehlt mir was für den Teig. Da fehlt Wasser. Aha, das Wasser ist das geringste Problem. Das kriegen wir gleich hin. So. Dann können wir auch schon mal einen Teig probieren herstellen. Und aus dem Teig... Was wollte ich da eigentlich draus machen? Genau, hier diesen Kuchen. Ah, die Goldminze, Goldminze fehlt mir. Festivalsaft. Goldminze brauchen wir da auch. Goldminze, überall Goldminze. Gekochter Fisch und Pommesfritz. Fish and Chips, aha. Da fehlt mir jetzt der gekochte... Schau, ich verdrück mich schon wieder. Der gekochte Fisch. Da hätten wir einmal. Und dann noch die Pommes, ne? Die Pommes müsste ich aber haben. Was fehlt noch? Ah, zweimal. Okay. Geht jetzt was? Was fehlt jetzt noch? Öl und Gewürze. Mhm. Da geht beides nichts, wenn wir schon alles weg haben, ne? Haben wir eigentlich schon genug? Ja! Kann man schon wieder quatschen mit unserem Chefkoch. Wo ist er denn? Da ist er. Hallo! Hm. Gut gemacht, du hast als Koch die Künste der berufsbezogenen Gilde gemeistert. Yeah! Kochmeister, Gildenmeister sollte es. Spitze. So. Kochhose können wir jetzt auch schneiden, oder wie? Kochjacke. Aha. Die Kochhaube. Sonntagsbraten. Mm. Pizza. Ja, Pizza ist lecker. Was ist Poutine? Keine Ahnung, das ist Milchkuchen. Mein Gott. Das schaut lecker aus. Also als Koch darf ich nicht arbeiten, weil dann hätte ich permanent Hunger. Und der Part ist auch zu Ende.
Sprechen wir noch mit Emily. Mhm. Hallo, hast du gesehen, dass Amible ihrem Squumble ein neues Glöckchen besorgt hat? Pex hat das gleiche. Mhm. Ich glaube, die finde ich nie an. Der arme Pex ist krank und musste einen Pullover über sein hübsches rotes Hemd ziehen. Okay. Und mit dir, Gnädigste, hilft dir nichts, ne? Oh. Warte einen Moment. Nein, du hast nichts bestellt. Schleich dich wieder. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.